Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wo ihr Hisui Voltoball finden könnt und wie ihr dieses dann zu Hisui Elektroball entwickeln könnt. Dafür begebt ihr euch am besten zum Kraterberg Hochland und ich habe es hier schon mit der Flagge markiert. Am Platz der Huldigung findet ihr Hisui Voltoball. Und das ist genau hier. Also wenn ihr das erste Mal zum Kraterberg Hochland kommt, dann einfach zur Gipfelbasis, dann seid ihr direkt daneben dran. Und da vorne seht ihr bereits einen Hisui Voltoball. Wir schleichen uns mal dran und versuchen es gleich mit dem Flügelball. Weil die sind sehr aggressiv, wenn sie uns erblicken, dann kommen sie auf uns zu und wollen uns in die Luft jagen. Jetzt. Bam. Schön von hinten getroffen. Das müsste jetzt aber ein Fang sein, oder? Perfekt, Voltoball, Level 41. Der erste Step wäre auf jeden Fall getan. Im zweiten Schritt braucht ihr einen Blattstein. Dieses bekommt ihr, wenn ihr beispielsweise hier solche Steine zerkloppt. Dann kann es in seltenen Fällen mal vorkommen, dass dort ein Blattstein auftaucht. Einen Blattstein könnt ihr auch ab und zu in den Raum Zeitverzerrungen in den Gebieten finden. Diese sind aber sehr, sehr selten zu finden und generell halten diese Raumzeitgefüge sehr, sehr kurz. Deswegen ist es nicht sehr konstant. Eine konstantere Methode ist es hierbei, nach Jubeldorf zurückzukehren und diese Dame hier anzusprechen, um einen Blattstein gegen Dankbarkeitspunkte einzutauschen. Wie ihr Dankbarkeitspunkte farmen könnt, das habe ich euch im letzten Video erklärt. Gerne mal reinschauen. Dort holen wir uns aber jetzt einen Blattstein für 1000 Dankbarkeitspunkte. So, jetzt haben wir einen Blattstein. Hier, dieser spezielle Stein löst bei bestimmten Pokémon die Entwicklung aus. Er hat ein Blattmuster. Dieses setzen wir jetzt einfach hier auf eines unserer Voltoball ein. Und schon kann die Entwicklung losgehen. Nanu, Voltoball entwickelt sich. Und dort haben wir es. Glückwunsch, ein Voltoball hat sich zu einem Elektroball entwickelt. Ist nicht mehr ganz so freundlich wie das Voltoball. Ist wieder ein bisschen genervter. Ich weiß nicht, was dem Arm widerfahren ist, aber... naja, setzen wir es jetzt einfach mal ein. Los, Elektroball! Dort ist es, Leute. Das grimmig reinschauende Elektroball. Aber ja, Leute, das hier ist die Möglichkeit, wie ihr Hisui Voltoball zu Hisui Elektroball weiterentwickeln könnt. Wenn ihr Bock habt auf weitere Tutorials zu Legenden Arceus, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, liked das Video, wenn es euch gefallen hat und um nichts mehr zu verpassen, abonniert doch gerne meinen Kanal. Aber ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao!